Ja, meine Damen und Herren, liebe Kölnerinnen und Kölner, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Bärbel, lieber Volker, lieber Sven, liebe Katharina, wir machen heute hier unsere nordrhein-westfälische Abschlussveranstaltung. Die hat ja eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Hinter uns ist die Junge Union. Die Junge Union, die sind ja nicht so richtig gut im Lesen. Die Junge Union macht aus der Aussage von uns, dass wir gesagt haben, wir wollen Kantinen fördern, die das Angebot eines vegetarischen Tages machen, ein Verbot. Da muss man schon so ein Würstchen von der Jungen Union sein, wenn man glaubt, dass die Förderung eines Angebots ein Verbot ist. Aber vielleicht liegt das ja auch daran, dass sich die CDU/CSU und die Junge Union mit Verboten prima auskennen. Und vielleicht sollten Sie das nächste Mal, wenn Sie die Grünen als Verbotspartei bezeichnen, nochmal nachdenken. Es gibt nämlich ein paar Verbote, die wollen wir Grüne gerne abgeschafft sehen in diesem Lande. Wir finden es Unsinn, dass Flüchtlinge, die hier leben, Unterstützung kriegen müssen und es ihnen verboten wird zu arbeiten, selbst wenn sie Arbeitsplätze haben. Wir wollen, dass das wegkommt. Und wir wollen auch, dass endlich Schluss damit gemacht wird, dass Deutsche, die hier geboren sind, als Deutsche aufgewachsen sind, im Alter von 23 ausgebürgert werden, wenn sie sich nicht von der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern und Großeltern trennen. Wir wollen, dass das Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft endlich abgeschafft wird. Und wir wollen endlich Schluss damit machen, dass Schwulen und Lesben verboten wird, Kinder zu adoptieren. Man muss sich mal anhören, was da für abenteuerliche Begründungen aus dem schwarz-gelben Lager kommen. Ein FDPler behauptete doch glatt, wenn Schwule Kinder haben, dann würden die auch schwul werden. Ja, liebe Leute, wenn das so funktionieren würde, gäbe es keine Schwulen. Die meisten haben nämlich Hetero-Eltern. Und deswegen sagen wir wollen endlich eine Regierung haben, die sich nicht achtmal vom Bundesverfassungsgericht zwingen lassen muss, aufzuhören mit der Diskriminierung von Schwulen und Lesben in diesem Lande. Wir wollen eine Regierung haben, die sich einsetzt für Gleichberechtigung, für gleiche Rechte, für alle Menschen. Und gegen diese Politik, die wir vertreten, gegen diese Politik gibt es eine massive Kampagne. Ich habe dieser Tage gelesen, was zum Beispiel die privaten Zahnärzte in den ICEs auslegen. Die sind gegen die grüne Bürgerversicherung. Und damit andere Parteien auch dafür sorgen, dass die Geschäfte dieser privaten Zahnärzte nicht ruiniert werden, lässt sich die FDP ihre Gimmicks, nämlich in Form von Kondomen, von der privaten Krankenversicherung sponsern. Liebe Leute, es ist doch offensichtlich, um was es bei dieser Wahl geht. Hier gibt es Leute, die wollen daran festhalten, dass wir diese Trennung haben von privaten und gesetzlich Versicherten. Wir Grünen sagen, ein Gesundheitssystem, wo jemand, der ernsthaft krank ist, wo in einem solchen Gesundheitssystem Menschen
wenn sie zum Facharzt gehen, nicht gefragt werden, wie tut's denn weh? Was ist die Diagnose des Arztes? Wie dringlich ist es? Sondern man als erstes gefragt wird, wie bist du denn versichert? Und dann richtet sich der Termin danach, wie du versichert bist. Ein solches System ist kein demokratisches Gesundheitssystem. Das ist ein Zweiklassensystem. Und dieses Zweiklassensystem wollen wir ändern. Und das ist das. Er fragt, was das kosten soll. Das kann ich dir sagen. Wenn viele Menschen, gerade diejenigen, die ein geringes Arbeitsmarktrisiko haben, wie zum Beispiel Beamtinnen und Beamte, wenn diejenigen alle in die Bürgerversicherung einzahlen, dann wird für alle die Krankenversicherung um 1 bis 2 Prozentpunkte billiger werden. So geht gerecht, aber so geht auch preiswerter und so geht mehr netto vom Brutto. Und in dieser Kampagne, die auf diesem Land läuft, die darauf abzielt, möglichst viele Menschen davon abzuhalten, dafür zu sorgen, dass mit dieser Zweiklassenmedizin Schluss gemacht wird. In dieser Auseinandersetzung geht es bei dieser Wahl. Sie haben die Wahl. Sie können die Parteien wählen, die sich am Ende des Tages von der Pharmalobby, vom Verband der chemischen Industrie, von Daimler-Benz, von all denen sponsern lassen. Oder Sie können diejenigen wählen, die dafür sorgen wollen, dass es in diesem Lande gerechter zugeht und demokratischer und dass solche Leute wie Pro Köln, die mit dem Hass auf Minderheiten in diesem Lande Politik machen, keinen Platz mehr haben. Ich will das in aller Deutlichkeit sagen. Wir haben heute Morgen eine Umfrage bekommen, wonach solche Kräfte in gemäßigterer Form namens der Alternative für Deutschland am Rande dessen stehen, was parlamentsfähig ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine eurofeindliche, ultra-neoliberale Partei wie die AfD in den nächsten Bundestag einzieht. Und weil das hier gerade angesprochen worden ist, wissen Sie, wie diese Alternative für Deutschland über Flüchtlinge spricht? Diese Alternative für Deutschland, Ihr Bundesvorsitzender Lucke, stellt sich hin und spricht von Flüchtlingen als einem Bodensatz, der sich in unseren Sozialsystemen festsetzt. Liebe Leute, und dann gibt es einen hessischen Ministerpräsidenten namens Volker Bouffier, der liebäugelt mit der Idee, sich von diesen Leuten tolerieren und unterstützen zu lassen und hat gerade mal noch eben die Kurve gekriegt. Ich finde, da wächst mehr zusammen, als zusammengehört. Wir müssen verhindern, dass Bouffier in Hessen am nächsten Sonntag wieder eine Mehrheit hat. Und natürlich ist in einer solchen Auseinandersetzung, wo es um die Zukunft und die Richtung dieses Landes geht, sollte es ja eigentlich darum gehen, dass man sich über unterschiedliche Konzepte unterhält. Ich weiß nicht, wie es Ihnen in diesem Wahlkampf gegangen ist. Ich habe viel gelernt über die Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Jugend auf Partys Bier verkauft. Sie fand die Legende von Paul und Paula schön. Und sie, ja, finde ich auch. Schöner Film. Und ganz spannende Nachricht, die Bundeskanzlerin kann Kohlroulade. Und hat das Rezept veröffentlicht. Und als diese Diskussion den Höhepunkt erreichte, hat man dann darüber gesprochen, ob es wohl angemessen ist, dass der Spitzenkandidat der SPD auf dem Cover der Süddeutschen den Stinkefinger gezeigt hat. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, ich finde,
eine solche Form des Wahlkampfes und eine solche Form der Auseinandersetzung über die Zukunft dieses Landes nicht angemessen. Die Menschen wollen wissen, in welche Richtung dieses Land künftig geht, und sie wollen keine Kohlrouladenrezepte erfahren. Sie wollen wissen, was die Kanzlerin, wenn sie denn weiter gewählt würde, die nächsten 4 Jahre macht, und sie wollen nicht das Ungefähre wählen. Und meine Damen und Herren, ich weiß, dass Fußballspieler viel Geld verdienen. Meine Damen und Herren, ich bin dennoch der Auffassung, dass auch in einem solchen Wahlkampf es natürlich zulässig ist, Parteien darauf zu befragen, welche Positionen sie in ihrer Geschichte eingenommen haben. Und wir Grünen, wir haben mehrfach erklärt, wir Grüne haben in unserer Frühgeschichte in den 80er Jahren in unserem Wahlprogramm Dinge stehen gehabt, die waren falsch. Eine auch nur teilweise Liberalisierung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, das geht nicht. Es gibt keine zulässigen Formen von Missbrauch. Und weil wir in dieser Geschichte Fehler gemacht haben, haben wir gesagt, es ist auch ein Anspruch für die Opfer von Missbrauch, dass diese gesamte Geschichte aufgearbeitet wird. Und deswegen haben wir uns daran gemacht, diese Geschichte aufarbeiten zu lassen von einem Wissenschaftler, unabhängig, rücksichtslos und konsequent. Wir haben hier nicht nur nichts zu vertuschen, wir wollen das alles aufdecken. Und meine Damen und Herren, dieser Forscher hat aber in seinem ersten Bericht auch eines festgestellt, Professor Franz Walter, dass sich die Grünen im Jahre 89 von genau diesen Positionen entfernt haben, vor einem guten Vierteljahrhundert. Und wenn in dieser Situation des Wahlkampfes plötzlich daran gegangen wird, Grüne, auch Abgeordnete hier aus Köln wie Volker Beck, die in dieser Auseinandersetzung eine wichtige und gute Rolle gespielt haben, ins Abseits zu stellen. Wenn man davon spricht, dass Leute wie Volker hier zu einem Pedokartell bei den Grünen gehören, dann ist das eine ungeheuerliche Verleumdung. Und ich will das in aller Ruhe sagen. Parteien machen in ihren Geschichten Fehler. Sie begehen Irrtümer. Es ist richtig und wichtig, diese Irrtümer aufzuarbeiten, sie zu benennen. Aber ich finde, man sollte dann auch zur Kenntnis nehmen, wie Grüne mit diesen Fehlern umgegangen sind. Wir haben nämlich praktisch daraus Konsequenzen gezogen. Wir haben von Anfang an, seit wir in den Bundestag eingezogen sind, dafür gestritten, dass es keine Gewalt mehr gegen Kinder geben darf, dass das gesetzlich verboten ist. Und es bedurfte über 17 Jahre des Kampfes, bis Grüne sich endlich in einer rot-grünen Regierung damit durchgesetzt haben. Und wir wissen noch, wer damals dagegen gestimmt haben, das waren CDU und CSU. Und seit 83 haben Grüne dafür gestritten, dass jede Vergewaltigung als Vergewaltigung bestraft wird. Auch Vergewaltigung in der Ehe. Das ist keine Nötigung, das ist eine schwere Straftat. Und es war unsere Politik, die am Ende dazu geführt hat, dass in einer parteiübergreifenden Koalition mit Rita Süssmuth und anderen es 97 nach 14 Jahren Kampf gelungen ist, endlich dafür zu sorgen, dass jede Form von Vergewaltigung als Vergewaltigung bestraft wird. Aber wir wissen auch noch, wer damals in namentlicher Abstimmung dafür war, dass das weiterhin bloß Nötigung ist. Volker Kauder,
heute Fraktionsvorsitzender. Gerda Hasselfeld, heute Vorsitzende der CSU, der CSU-Gruppe im Bundestag. Horst Seehofer, heute Ministerpräsident von Bayern. Peter Ramsauer, heute Verkehrsminister. Liebe Leute, ich unterstelle diesen Vieren, dass sie heute heilfroh sind, dass wir sie damals überstimmt haben. Ich unterstelle ihnen auch, dass sie diese Position heute nicht mehr vertreten. Das aber, was sie für sich in Anspruch nehmen, das sollten sie auch Grünen, die eine ganz andere Praxis seitdem vorgelegt haben, ebenfalls unterstellen und aufhören, mit solchen Hinweisen Wahlkampf zu betreiben. Das ist diesem Thema nicht würdig. Wir hatten gestern die letzte Sitzung des Bundeskabinetts. Das letzte Mal tagt ein gewähltes schwarz-gelbes Kabinett. Ich fand, das war ein guter Tag. Aber was hat die Bundesregierung dann gleich gemacht? Frau Merkel hat aus diesem Anlass ein 100-Tage-Programm vorgelegt. Finde ich interessant. Was hat sie denn eigentlich die letzten 8 mal 365 Tage gemacht, dass sie jetzt unbedingt ein 100-Tage-Programm vorlegen muss? Nun gucken wir uns das Programm doch mal an, damit auch hier im Wahlkampf klar wird, zu welchen Dingen man sich unterscheidet und wo man sich zwischen entscheiden kann. Als erstes fordert Frau Merkel, dass auch ältere Mütter künftig ihre Erziehungszeiten in der Rente anerkannt bekommen. Wir alle finden das richtig. Nur, liebe Frau Merkel, warum haben Sie das, was schon im Koalitionsvertrag von 2009 drinne gestanden hat, bis heute nicht realisiert? Warum haben Sie die letzten 4 Jahre es nicht auf den Weg gebracht? Und sagen Sie uns nicht, das hätte daran gelegen, dass kein Geld da gewesen ist. Sie hatten Geld, 35 Milliarden Euro, die Sie den Mövenpicks und anderen großen Konzernen hinterhergeworfen haben, ihre verrückten Steuerpläne. Dieses Geld zu benutzen für die Mütter dieses Landes, das wäre angemessen gewesen und das kann man auch nicht in 100 Tagen jetzt mal eben nachholen. Und ich sage Ihnen ein weiteres. Was ist denn eigentlich die tiefere Ursache dafür, dass in diesem Lande Frauen, obwohl Mädchen die besseren Zeugnisse haben, obwohl Frauen die besseren Hochschulabschlüsse haben, im Schnitt ein Viertel weniger verdienen als Männer? Warum ist es immer noch so, dass Frauen im Alter mal gerade die Hälfte des Einkommens haben, wie Männer, was eigene Rentenansprüche und was eigene Pensionsansprüche angeht? Das hat etwas damit zu tun, dass die Frauen nach wie vor auch aus dem Arbeitsleben rausgedrängt werden. Nicht durch Verbote, sondern durch die Macht des Faktischen. Wie ist denn das, wenn man keinen Kita-Platz hat, der von morgens bis abends betreut? Gibt es dann Wahlfreiheit für Frauen und Männer? Oder ist es nicht vielmehr so, dass dann wieder jemand gezwungen ist, zu Hause zu bleiben? Und dann haben wir ebenfalls Mitglied der erfolgreichsten Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. So nennt ja Frau Merkel ihr Kabinett. Und dann ist also Christina Schröder die erfolgreichste Frauenministerin seit der Wiedervereinigung. Die stellt sich hin und erklärt, wieso, was wollt ihr eigentlich? Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ist doch im Durchschnitt erfüllt. Und ich sage Ihnen, mit dem Durchschnitt ist das tückisch. Mit dem Durchschnitt ist das so, wie mit dem Bauer, der am Teich steht, sich die Haare rauf und sagt, im Durchschnitt ist der Teich 1 Meter tief. Gott verdammt mich, warum ist die Kuh trotzdem ersoffen? Weil es nämlich viele Städte gibt, wo der Rechtsanspruch nicht realisiert ist. Und wenn das nicht realisiert ist, dann kann man doch nicht ernsthaft auf die Idee kommen, in diesem Lande sich hinzustellen und zu sagen, wir geben Menschen dafür Geld, dass Kinder nicht in die Kita gehen, dass sie nicht ordentlich frühkindliche Betreuung und Bildung erfahren,
dann darf man ein Betreuungsgeld in diesem Lande nicht in Höhe von 1,8 Milliarden Euro aus dem Fenster werfen. Dieses Geld brauchen wir, da kann man über 30.000 neue Kita-Plätze für schaffen. Da ist gut investiertes Geld und das schafft erst überhaupt Wahlfreiheit für Frauen und Männer. Und ich sage Ihnen eins, wer ist denn das, der da besonders angereizt wird, die Kinder nicht in die Kita zu schicken? Das sind doch gerade jene Menschen, die 7 Millionen, die in Niedriglohn, in prekären Arbeitsverhältnissen, in Minijobs und Ähnlichem untergebracht sind. Die jeden Cent umdrehen müssen. Deren Kinder möchte man die frühkindliche Bildung vorenthalten. Und warum ist das so? Weil es in diesem Lande noch immer so ist, dass es möglich ist, dass eine Bäckerei-Fachverkäuferin dafür, dass sie den ganzen Tag Brötchen verkauft, für 3,50 Euro die Stunde nach Hause geht. Ich sage Ihnen, das geht nicht mehr. Wir können nicht 2,5 Milliarden Euro einfach aus dem Fenster tun, um diese Menschen aufzustocken auf ein Existenzminimum. Wir müssen damit Schluss machen. Wir brauchen endlich einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland, wie es ihn im Rest Europas heute schon gibt. Dafür streiten wir. Und dann streiten wir dafür, das bringt übrigens Geld, man spart. Man spart 1,8 Milliarden Euro Betreuungsgeld. Wir können uns auch den Eurohawk sparen. Man spart Geld, wenn man weniger Menschen aufstocken muss. Und diejenigen, die so sparen wollen, die werden dann von einigen Leuten bezeichnet, sie seien Steuererhöher. Nein, wir wollen, dass alle Menschen, die normal und wenig verdienen, in diesem Lande weniger Steuern bezahlen. Deswegen wollen wir den Grundfreibetrag erhöhen. Da haben alle etwas von. Was will Frau Merkel in ihrem Kurzprogramm? Sie möchte die Steuerprogression verändern. Wer hat etwas davon? Volker und ich am meisten, weil wir verdienen überm Schnitt. Aber Normalverdiener, die nicht in der Progression sind, haben davon überhaupt nichts. Und ich finde, eine solche Politik, die Menschen oben entlastet und dafür neue Schulden produziert. Eine solche Politik muss abgewählt werden. Wir brauchen ein vernünftiges, ein faires, ein gerechtes Steuerrecht. Und dazu gehört es, dass 90% entlastet werden. Und diese Entlastung müssen 5-7% der Bevölkerung bezahlen. Das ist vernünftig und wir, Volker und ich, können uns das leisten. Jetzt sagen einige: Liebe Grüne, was ist denn eigentlich mit eurem Markenkern? Ihr seid doch Ökologen. Warum redet ihr über Gerechtigkeit? Nun, das ist ganz einfach, weil wir Ökologen sind. Der Kern des grünen Politikverständnisses ist sehr treffend in einem Plakat aus unserer Gründungszeit zusammengefasst. Die lautet nämlich: Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Und genau da steckt eben unser Begriff von Gerechtigkeit drinne. Grüne denken Gerechtigkeit anders und viel weiter als nur im Sinne von Verteilgerechtigkeit. Gerechtigkeit kann es in dieser Welt nur geben, wenn es Gerechtigkeit für alle Menschen auf diesem Globus gibt. Und deswegen können wir Grünen uns nicht mit einer Welt abfinden, auch nicht in einem Bundestagswahlkampf, mit einer Welt abfinden, in der fast 1 Milliarde Menschen noch hungert, in der 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser, keinen Zugang zu Elektrizität haben, in der 2 Milliarden Menschen von weniger als 2 Dollar am Tag leben müssen. Das ist doch ein Aufruf, die Armut dieser Welt zu beenden. Und was macht die Bundesregierung? Diese Bundesregierung, die hat in den letzten Jahren die Entwicklungshilfe gekürzt. Wir sind heute in dem Zustand, dass sie sagt, wir halten auch unsere Zusagen nicht ein. Früher waren Deutsche mal dafür bekannt, dass das, was sie unterschrieben haben,
auch eingehalten wird. Das ist unter Frau Merkel anders geworden. Wir wollen nicht, wie Großbritannien heute schon, wie die Niederlande, wie Skandinavien, 0,7% des Bruttosozialprodukts in die Bekämpfung der weltweiten Armut geben, in Entwicklungshilfe. Und da sage ich Ihnen eines. In diesem Lande läuft eine Kanzlerin rum, die sagt, sie sei Vorsitzende einer christlich-liberalen Koalition. Ich finde, diese Herrschaften sollten mal bei Papst Franziskus zuhören. Er sagt, es sei Gebot christlicher Nächstenliebe, die Armut dieser Welt zu bekämpfen. Und deswegen bestreiten wir das Monopol der politischen Rechte auf das Christentum. Aber was ist stattdessen passiert? Stattdessen hat Frau Merkel der Rüstungsexporte innerhalb von wenigen Jahren von 6 auf 11 Milliarden Euro verdoppelt. Wo ist das hingegangen? An, wie heißt es so schön, Faktoren der Stabilität. Faktoren der Stabilität, das sind für Frau Merkel Despotien wie Saudi-Arabien, wo Menschen die Hände abgehackt werden, der Kopf abgehackt wird. Länder, die dabei sind, die Demokratie in Bahrain niederzuwalzen. Länder wie Katar und Saudi-Arabien, die in Syrien dabei sind, die Al-Nusra-Front, das sind diejenigen, die sind mindestens genauso schlimm, na, schlimmer will ich nicht drüber richten, aber sie sind nicht besser als die Truppen des Assad. Die haben ganze Dörfer ausgelöscht. Sie bekämpfen die demokratische Opposition genauso unnachsichtig wie das Assad-Regime. Diese Leute werden von Saudi-Arabien unterstützt. Denen darf man keine Waffen mehr liefern. Und deswegen brauchen wir ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Das ist unsere Vorstellung von Gerechtigkeit. Dass es auf diesem Globus gerechter zugeht. Aber Gerechtigkeit hat auch etwas zu tun, nicht nur mit dem Globus, sondern mit den Lebenschancen künftiger Generationen. Gerechtigkeit gibt es nur, wenn sie über Generationen hinweggeht. Und dann ist es doch unglaublich geradezu, dass in dem Jahr, wo der Weltklimarat erneut seine Prognosen ändern muss, weil der Klimawandel schlimmer wird, als selbst er vorhergesehen hat. Ihm ist ja oft Schwarzmalerei vorgeworfen worden. Aber nun stellt er fest, er war zu optimistisch mit seinen Prognosen. Er schreibt in seinem neuen Bericht, dass der Meeresspiegel im Minimum um 25, im wahrscheinlichen Fall um 50 Zentimeter und im Ernstfall sogar um einen Meter steigen wird. Stellt euch vor, was das für Länder wie Tuvalu, Bangladesch und andere heißt, da ist dann im Wortsinne Land unter. Da können keine Menschen mehr leben. Und deswegen ist die Bekämpfung des Klimawandels eine existenzielle Frage für diesen Globus. Und es ist eine existenzielle Frage der globalen Gerechtigkeit. Und was passiert in Deutschland? Deutschland war mal ein Vorreiter beim Klimaschutz. Und ich bin auch im Wahlkampf mir nicht zu schade zu sagen, das war auch unter Helmut Kohl und Klaus Töpfer so. Nicht erst mit Rot-Grün. Aber, das ist unter Frau Merkel anders geworden. Zum ersten Mal seit Jahren steigen unsere Treibhausgase. Und wissen Sie warum? Weil Frau Merkel vorsätzlich den Klimaschutz in Deutschland ruiniert hat. Warum haben ihr Daimler eine Großspende zukommen lassen? Weil Frau Merkel einen fertig ausgehandelten Kompromiss über Verbrauchsobergrenzen zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission nach Erhalt eines Briefes von Herrn Zetsche, das der Chef von Daimler schlicht und ergreifend blockiert und auf den Weg geräumt hat. Liebe Leute, wenn selbst Volkswagen erklärt, sie könnten 2020 Autos bauen, die im Durchschnitt nicht mehr als 4 Liter ausstoßen, nicht mehr als 4 Liter verbrauchen, dann kann es nicht sein, dass ein Brief eines Unternehmens dazu führt, dass in ganz Europa der Klimaschutz im Verkehr flachfällt. Das geht nicht. Ich finde, wir müssen aufhören, dass Politik so käuflich ist wie in diesem Fall.
Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, wo wir über Klimaschutz reden. Ihr wisst ja, CDU, CSU und FDP, die sind ja der parlamentarische Arm der industriellen Massentierhaltung. Was hat das mit Klimaschutz zu tun und mit Gerechtigkeit? Nun, ist es eine Frage des individuellen Konsumverhaltens oder ist es nicht eine Frage der Verantwortung? Ist es nicht vielleicht ein Problem, wenn auf einem Globus, in dem 1 Milliarde Menschen hungern, 30% der Weltgetreideernte nicht diesen Menschen zur Verfügung gestellt werden, sondern in den trögen Landen, damit für die reichen Länder Fleisch produziert werden kann? Das ist kein individuelles Problem, das ist ein globales Problem. Und ist es eine Petitesse, wenn diese Form der Fleischproduktion 18% der Treibhausgase ausmacht? Warum? Weil zum Beispiel auf Quadratkilometern in Südamerika für Fleischproduktion in Deutschland Regenwald abgeholzt wurde, Soja angebaut und dieses Soja dann über den Atlantik hierher geschippert wird. Und Bärbel weiß am besten von uns, was das für die Landwirte heißt. Landwirte, die mal freie Bauern waren und die jetzt da, wo sich die Wiesenhofs, Westjohanns, Rotkötters ausbreiten, nicht mehr freie Bauern sind. Die sind Lohnmäster, die sind nur noch reine Franchise-Nehmer. Die haben keine Freiheit mehr. Die haben nur noch eine Aufgabe. Die müssen von einem Hersteller die Küken und die Ferkel nehmen. Sie müssen von dem gleichen Hersteller das Futter nehmen. Und die einzige Freiheit, die diese Lohnmäster noch haben, ist, zum vordefinierten Zeitpunkt das vordefinierte Schlachtgewicht zu erreichen. Und das geht nur, wenn man viele Tiere auf engstem Raum hält. Wenn man also Tierquälerei betreibt. Und viele Tiere auf engstem Raum heißt viel Gülle, mehr Gülle, als der Boden anschließend aufnehmen kann. Und viele Tiere auf engstem Raum, das heißt, es müssen massenhaft jeden zweiten, dritten Tag Antibiotika in diese Tiere reingepumpt werden. 9 von 10 Hühnern im Handel haben Antibiotika gehalten. Die haben nicht alle Schnupfen gehabt. Das ist vorbeugend gewesen. Und was ist die Folge? 6 Millionen Menschen in Deutschland sind heute gegen viele Keime völlig resistent. Normale Antibiotika schützen sie nicht mehr. Ich sage Ihnen, diese Form von Fleischproduktion, die ist klimageschädlich, sie ist umweltgefährdend, sie ist tierquälerisch und sie ist gesundheitsgefährdend. Und die wollen wir in diesem Lande beenden. Und aus dieser Verantwortung heraus, ja, greifen wir auch zu Verboten. Wir wollen verbieten, dass der Bau solcher Riesenställe weiterhin jedes Jahr mit 100 Milliarden Euro aus Steuergeldern subventioniert wird. Wir wollen verbieten, dass solche Großställe ohne Baugenehmigung häufig gegen den Willen der Bürgermeister auf die grüne Wiese gesetzt werden darf. Und wir wollen den Drogenhandel im Stall verbieten. Tierärzte können nicht ihr Einkommen dadurch maximieren, dass sie möglichst viel Medikamente verschreiben und vertreiben und im Zweifelsfall noch Mengenrabatt dafür geben. So geht Grüne, so geht Verantwortung. Und das ist die Alternative zur blinden Förderung der industriellen Massentierhaltung. Und diese Alternative sind die Grünen, Bündnis 90 Die Grünen. Und darum geht es am Sonntag. Ich will Ihnen noch einen letzten Punkt sagen, wo wir über Klimaschutz reden. Frau Merkel hat eine der wichtigsten Instrumente des Klimaschutzes komplett ruiniert. Das haben Landespolitiker wie damals Bärbel und wir in Europa durchgesetzt, ich sage immer in einer roten, grünen Koalition, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, gegen die Roten in einer rot-grünen Koalition. Dieses Instrument ist eigentlich ganz einfach. Es ist der Emissionshandel. Wer viel CO2 ausstößt, muss viele Zertifikate kaufen. Dadurch wird der CO2-Ausstoß teuer. Also gibt es einen Anreiz, CO2 einzusparen. Das funktioniert aber nur, wenn es wenig Zertifikate gibt. Was hat Frau Merkel mit Herrn Rösler gemacht?
die haben die Menge der Zertifikate so ausgeweitet, dass es heute keinen Emissionshandel mehr in Deutschland gibt. Und was ist die Folge? An Tagen, wo mittags die Sonne scheint, wo der Wind weht, wo wir nicht ein Viertel unseres Stroms erneuerbar erzeugen, sondern 50-60%, manchmal sogar mehr. An diesen Tagen wird da Garzweiler stillgelegt, ist da in der Lausitz Schluss mit der Braunkohleproduktion, weil wir ja keine Braunkohle brauchen, ist Schluss an der Küste mit der Steinkohle-Stromproduktion, weil wir ja keinen Strom brauchen und einen Einspeisevorrang für Erneuerbare haben. Nein, die produzieren munter weiter. Und das ist der Grund, warum unsere Treibhausgase nach oben gegangen sind. Weil wir so viel Kohlestrom haben im Netz wie je zuvor. Und ich sage Ihnen, das ist das Gegenteil von Energiewende. Energiewende heißt, dass man die Erneuerbaren zügig und effizient ausbaut, mit dem Ziel, nicht nur Atomkraftwerke zu ersetzen, das haben wir übrigens schon erreicht. Die sind schon komplett ersetzt durch die Erneuerbaren. Sondern indem schrittweise und Stück für Stück der Kohlestrom aus dem Netz gedrängt wird. Und was machen wir? Wir verschleudern den in Deutschland produzierten Kohlestrom zu Dumpingpreisen in Holland und anderswo. Und wer bezahlt es? Sie bezahlen es. Je mehr Dumping, umso höher Ihre EEG-Umlage. Ich sage Ihnen, es ist eine Umlage für erneuerbare Energien und kein neuer Kohlepfennig. Und darum geht es bei dieser Wahl. Wer die Energiewende will, der muss die Grünen stärken, weil nur sie sichern den Vorrang der Erneuerbaren vor Kohle und Atom. Und glauben Sie nicht, wenn die da sagen, wir sind ja auch für die Energiewende. Die haben von Energiewende so viel verstanden wie Karl Theodor zu Gutenberg vom Promovieren. Die können nur Copy and Paste. Aber an der Stelle zeigt sich, dass sie alles dafür tun, diese Energiewende zu stoppen. Und das kann man heute übrigens in vielen Zeitungen nachlesen, Handelsblatt und Ähnlichem. Da steht drinne, was die Herren vom Bundesverband der Arbeitgeber, vom Bundesverband der deutschen Industrie, also die Großspender der Frau Merkel, von ihr erwarten. Beendigung des Erneuerbaren Energiengesetzes, neue Subventionen für die Kohle. Machen Sie sich nichts vor. Es geht wirklich um die Wurst. Es geht hier um 400.000 Arbeitsplätze, die in der Industrie der Erneuerbaren entstanden sind. Es geht darum, ob die Energiewende weiter wächst in den Händen der Bürgerinnen und Bürger oder zurückgeschoben wird in die Hände von vier großen Konzernen. Diese Energiewende, die hat nicht nur Arbeitsplätze geschaffen. Sie spart uns nicht nur Importe von fossilen Kraftstoffen. Wir sparen Geld, was wir nicht Herrn Putin und König Abdallah von Saudi-Arabien überweisen, sondern sie hat auch die Bürger von Konsumenten zu Handelnden gemacht. Nicht nur in Hamburg oder in Berlin, wo Bürger darum streiten, endlich die Netze wieder in die Hand zu bekommen. Nein, die erneuerbaren Energien, die gehören zu 11% Bauern. Die gehören zu mehr als einem Drittel Solar- und Windgenossenschaften. Sie gehören zu 15% Fonds, in die auch Menschen ihre Dinge eingebracht haben. Und nur zu 5% der großen Konzerne. Aber ihr Wachstum hat dazu geführt, dass E.ON, RWE und Co. nicht mehr 90% des Marktes haben, sondern nur noch 60%. Und ich sage Ihnen, wenn Sie grün wählen, wir werden dafür sorgen, dass künftig die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ein Viertel, sondern die Hälfte der Stromerzeugung in der Hand haben. Und dafür streiten wir. Und das ist unser Angebot an Sie. Und dann gibt es Menschen, die sagen, es ist doch unbezahlbar. Ja, es ist unbezahlbar, wenn man es so macht wie Rainer Brüderle, Philipp Rösler und Angela Merkel und Peter Altmaier. Das ist unbezahlbar. Man kann nicht in 4 Jahren den Ausbau erneuerbarer Energien um 50% steigern, aber es fertigbringen, dass die EEG-Umlage sich verfünffacht. Da ist doch wohl was aus dem Ruder gelaufen. Und aus dem Ruder gelaufen ist,
dass sie aus dem EEG eine Subventionsmaschine für ihre Klientel gemacht haben. Wieso muss ich mit meiner Stromrechnung die Förderung von Braunkohle in der Lausitz und in Garzweiler bezahlen? Das ist nicht einzusehen. Wieso muss ich mit meiner Stromrechnung das Schlachten von Hähnchen bei Wiesenhof mitfinanzieren? Warum, lieber Peter Altmaier, muss ich in Göttingen mit meiner Netzumlage die Stromreduzierung für C&A und das Autohaus Südhannover bezahlen? Das ist alles Unsinn. Und wir sagen Ihnen eins: Wir werden in den ersten 100 Tagen einer neuen Regierung dafür sorgen, dass diese Verteuerung der Energiewende um 4 Milliarden Euro reduziert wird. Das heißt, für jeden durchschnittlichen Haushalt 50 Euro im Jahr weniger Stromrechnung. Dafür streiten wir und dafür können Sie Bündnis 90 Die Grünen am Sonntag wählen. Und dann gibt es Menschen, wir streiten dafür, dass es in diesem Lande gerechter zugeht, dass es in diesem Lande moderner und dass es in diesem Lande nachhaltiger geht. Wir streiten dafür, dass es endlich einen gesetzlichen Mindestlohn, eine Bürgerversicherung, eine Schuldenbremse für Banken gibt. Wir streiten dafür, dass es mehr Geld für Bildung und mehr Geld für Klimaschutz gibt. Wir streiten dafür, dass die Energiewende beschleunigt fortgesetzt wird zu fairen Preisen. Wir streiten dafür, dass die industrielle Massentierhaltung zurückgedrängt wird. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die sagen, das ist ja schön und gut, liebe Grüne, aber eigentlich habt ihr doch damit gar keine Chance. Guckt euch an, die Kanzlerin, die ist so beliebt. Nun, erstens, vor 8 Jahren hatten wir auch mal einen Kanzler, der war so beliebt. Viel beliebter als diese etwas ungelenk wirkende Herausforderin aus dem Osten. Und er hat auch geglaubt, weil er so beliebt ist, würde am Ende des Tages die SPD die Wahl gewinnen. Er hat das auch nach der 4. Hochrechnung noch geglaubt. Und erst das amtliche Endergebnis hat ihn davon überzeugt, dass Beliebtheit allein nicht reicht. Aber wenn man das Argument mal ernst nimmt, was folgt eigentlich daraus? Das heißt doch eigentlich, wir überlassen Herrn Güllner von Forsa die Auswahl. Der fragt einfach, wer am beliebtesten ist. Und ich kann Ihnen heute schon sagen, dann ist die Merkel den Kanzlerjob auch los. Weil wer ist noch beliebter als Angela Merkel? Helmut Schmidt. Ich werde dann doch für wählen. Auch wegen der Nichtraucherei. Und dann heißt es oft, ihr könnt das ja gar nicht schaffen. Wie war denn das? 2009, werde das nie vergessen, habe ich in der Wahlnacht, nachdem ich der Kanzlerin zu ihrem Sieg gratuliert habe, in die Fernsehkamera gesagt, liebe Frau Merkel, aber als Quittung werden wir im Mai 2010 Herrn Rüttgers in Nordrhein-Westfalen abwählen. Ungläubiges Staunen in der ganzen Runde. Wenn ich ehrlich bin, so beim Abschminken vom Spiegel, habe ich auch gedacht, das war ziemlich mutig. Aber wie nun mal meine nordrhein-westfälischen Grünen sind, die haben gesagt, der Trittin hat das gesagt, das müssen wir jetzt machen und ihr habt es erledigt. Ihr habt das erledigt, sogar trotz Verlusten der SPD an dieser Stelle. Und so war das über all die Wahlen seit 2009. Und deswegen haben wir heute eine ganz andere Situation. 2009 haben wir in Bremen und Hamburg 2 Millionen Menschen regiert. Wie ist es heute? Heute könnt ihr an der Schweizer Grenze auf ein E-Bike steigen und nach Norden fahren. Dann grüßt mir Winfried Kretschmann in Stuttgart, Evelyn Lemke, unsere Wirtschaftsministerin in Mainz, Silvia Löhrmann, unsere Kultusministerin hier in Düsseldorf. Darf man Düsseldorf und Köln sagen? Okay. Also in der Stadt nebenan. Ich habe gesagt, in der Stadt nebenan. Und dann fahrt ihr weiter nach Norden. Und dann grüßt ihr Stefan Wenzel, den Energie- und Umweltminister von Niedersachsen. Und er grüßt in Bremen Caro Lindert, eine unserer beiden Finanzministerinnen. Und wenn ihr dann an der dänischen Grenze auf den Hof von Robert Habeck kommt, einer der 5 Landwirtschaftsminister und Energieminister von Schleswig-Holstein, dann habt ihr ganz Deutschland durchquert auf dem Rad. Und eine Gefahr hattet ihr zu keinem Zeitpunkt, dass euch ein christdemokratischer Ministerpräsident fürs Fahrrad läuft.
Und deswegen, heute ist es so, dass 50 Millionen Menschen sich dafür entschieden haben, von Grün-Rot oder Rot-Grün regiert zu werden. Und ich sage Ihnen, jetzt sind die letzten Stunden. Wir machen ab demnächst 3 Tage wach, 72 Stunden Wahlkampf. Und unser Ziel ist es, in diesen 72 Stunden auch die restlichen 30 Millionen davon zu überzeugen, dass es besser ist, von Grünen regiert zu werden, als von einer Lobbykanzlerin, dass es besser ist, Rot-Grün regiert zu werden, als durch eine große Koalition. Dafür streiten wir und sorgen Sie dafür, mindestens mit Ihrer Zweitstimme wählen Sie die Grünen. Vielen Dank und auf in den Wahlkampf in die letzten 72 Stunden.